deine Glücksmantras, da wir bald eine Adventszeit haben, habe ich mir etwas für dich überlegt, womit du Freude hast. Zwar möchte ich gerne kurze Videos starten, das werden einige Videoreihen sein, und du wirst eine Karte ziehen und ich werde dir deine Botschaft vorlesen. So, hier habe ich einen Stapel Karten. Ich werde es erstmal mischen. Und ich freue mich besonders drauf. Dich die kleinen Botschaften zu überreichen. So, und zwar habe ich hier eine Stapelkarte. Ich werde jetzt einige davon rausnehmen und du ziehst dann eine Karte davon, okay? Ich nehme jetzt mir einfach nach Gefühl, ziehe ich ein paar Karten raus. Kannst du schauen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Und du kannst dir von diesen 6 Karten eine aussuchen. Ja. So, das wird deine heutige Botschaft sein. Dein heutiges Mantra. Karte 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Sehr schön. Du hast dich für Karte 1 entschieden. Hier ist deine heutige Botschaft. Freue dich an deiner Weiblichkeit. Sei stolz auf deinen Körper und auf das, was er täglich leistet und dir ermöglicht. Das ist für die Frauen. Für die Männer, freu dich an deiner Männlichkeit. Sei stolz auf deinen Körper und auf das, was er täglich leistet und dir ermöglicht. Körpersprache. Unsere äußere und unsere innere Haltung bedingen sich gegenseitig. Gehen wir gebückt, lassen die Arme, den Kopf und unsere Mundwinkel hängen, fühlen uns unsicher und bedrückt und wirken auch so auf andere Menschen. Richte dich auf, steh gerade, lass deine Schultern locker, hebe deinen Kopf leicht an und ganz wichtig, lächeln. Lächeln, lächeln, lächeln. Du wirst erstaunt sein, was das bewirkt. Also deine Botschaft des Tages, deine Körperhaltung und für die Karte Nummer 2 entschieden. Deine Botschaft lautet: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Erlaube dir, loszulassen. Löse dich liebevoll von der Vergangenheit und von Dingen, die du nicht mehr ändern kannst. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Die Vergangenheit loslassen. Das ist deine Botschaft. Ich denke, es ist gut, wenn du alte Muster aufgibst, auflöst und deinen Lebensweg im Jetzt beginnst. Du hast dich für Karte Nummer 3 entschieden.
diesem Blümchen. Sei dankbar, Dankbarkeitskarte. Sei dankbar für die kleinen Dinge des Lebens. Dankbarkeit tut dem Herzen gut, öffnet es und schenkt uns Energie. Notiere dir jeden Morgen 3 Dinge, für die du dankbar bist und was diesen Tag zu etwas Besonderem macht. Abends hältst du dann 3 positive Dinge, die du erlebt hast oder was du Gutes für jemanden getan hast, fest. Schon nach kurzer Zeit wird eine schöne Erinnerungsschatz entstehen, aus dem du an weniger guten Tagen schöpfen kannst. Also Dankbarkeitskarte. Ich denke auch, du kannst einfach für dich selber im Klaren werden, für was bist du täglich dankbar, was hast du, und das macht dich dann innerlich auch zufrieden. Karte Nummer 4. Eine relativ kurze Botschaft. Du musst nicht alles auf einmal machen. Ich denke, die Karte bedeutet für dich, dass du dir wahrscheinlich oft zu viel vornimmst und dann vielleicht dadurch dir selber Druck machst und auch Stress. Deshalb, du musst nicht alles auf einmal machen. Schritt für Schritt, du kannst ja auch für die ganze Woche Dinge einteilen und nicht irgendwie gleich alles am einen Tag erledigen. Karte Nummer 5. Life is tough, but so are you. Die Yoga-Haltung Kriegerin 2 hilft dir dabei, selbstbewusst und mit Freude allem, was kommt, entgegenzublicken. Regelmäßig geübt, motiviert sie dich, die Herausforderungen des Alltags mit Zuversicht und Vertrauen anzunehmen. Halte diese Position für einige Augenblicke. Dein Blick geht dabei über die ausgestreckte Hand hinaus. Fördert die Konzentration und stärkt deinen Willen und dein Durchhaltevermögen. Hier siehst du die Yoga-Pose, die du üben kannst. Sie hilft dir beim Selbstbewusstsein und bringt dir Freude, bei dem, was kommt, entgegenzuwirken. Das ist die Pose der Kriegerin. Karte Nummer 6. Sich selbst zu kennen ist der Beginn aller Weisheit. Zitiert von Aristoteles. Schreibe eine Liste mit allen Dingen, die dich mit Glück erfüllen. Notiere dir dann die Dinge, die du jeden Tag tust. Vergleiche diese beiden Listen miteinander. Bestimmt wirst du sehen, dass es noch einiges gibt, was du anpassen kannst, um dich im Alltag mit vielen Glückserlebnissen zu umgeben. Also, sich selbst zu erkennen, ist der Beginn aller Weisheit. Schreibe gerne auf, was du gut kannst, was du tust und wer du bist vielleicht. Ich denke, die Karte möchte dir sagen, dass du gut bist, so wie du bist. Akzeptiere dich, so wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. So, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass dir diese Art von Videos gefallen hat.